weiß gar nicht, mit wem ich beginnen soll. Aber diese drei Männer haben einen gemeinsamen Nenner. Und heute war für uns richtig wichtig, dass aus jeder Generation Menschen hier auf der Bühne stehen. Ganz, ganz junge Menschen wie die Doris Ploner und diese Herren hier. Und auch andere Unternehmer, die gerade schon mittendrin sind und andere wie zum Beispiel der Paul, der auch mittendrin ist, aber trotzdem in der Pension. Und jetzt in der Interviewrunde, in der letzten Runde, möchte ich mit euch einige Sachen besprechen. Ich habe noch keine Ahnung was, aber das ist immer am besten. Und möchte ich mit dir beginnen. Katzi, also Harald Katzenschläger, Katzi, hat einmal alles aufgegeben, was er hatte und was er gemacht hat. Und er hat gesagt, es interessiert mich nicht, aber ich gehe diesen Weg, ich werde meinen Traum leben. Und es kristallisierte heraus, dass er hauptsächlich für ganz junge Menschen da ist. Ich möchte nur ein kleines Beispiel erzählen über einen 8-jährigen Jungen, der ein Buch geschrieben hat. Und Katzi hat ihm geholfen, dieses Buch also verlegen. Und mit diesem 8-jährigen Jungen hat dann ein 12-jähriger Junge ein Interview gemacht. Und dieser 12-jährige hat den 8-jährigen gefragt, ja, wenn du jetzt fertig bist mit der Schule, dann möchtest du zum Autor werden, möchtest du eine Ausbildung machen. Und dann hat der 8-jährige gesagt, bist du verrückt? Ich bin schon ein Autor. Und das ist das, was ich in dir so sehr schätze, dass du in diesen jungen Menschen siehst, was in ihnen ist. Und ich möchte dich bitten, dass du deine Beweggründe, dass du dein Herz uns teilst. Ja, einen wunderschönen Nachmittag. Ich möchte mir nur dem anschließen, was da vorher gesagt worden ist. Also das, was da an dem Tag so komprimiert da in den Raum gestellt wird, das müsste eigentlich bei uns im Fernsehen übertragen werden. Das sind die Dinge, die es da draußen braucht. Ich glaube, das sind genau die Beispiele, die Mut machen und die auf unterschiedlichste, jeder in seiner ureigensten Weise, einfach Menschen wirklich erreichen. Und ich glaube, das ist einfach auch das Beispiel von den zwei jungen Leuten und wir haben nur ein paar mehr mitgenommen. Wir haben da in der letzten Reihe zum Beispiel sitzen zwei junge Herren, stellt sie mal kurz auf. Die haben 2013, sind zwei junge Architekten, die haben 2013 die Weltmeisterschaft der Zukunftshäuser in Kalifornien gewonnen. Und und ich glaube, das ist einfach auch ganz genau diese Dinge, die wir einfach lernen müssen, herzuzeigen, dem ein Gesicht zu geben, diese Geschichten weiterzuerzählen und damit den anderen Mut zu machen, anzufangen. Ja, und jetzt bleibt mir nur, euch ganz kurz von unserer verrücktesten Vision zu erzählen. Ich habe 16 Jahre bei Austrian Airlines gearbeitet. Habe dann meinen sicheren Beruf an den Nagel gehängt, habe meine Kinder damals geschnappt mit 1,5 und 3 Jahren, bin mit 2 Rucksäcken mit Jana und mit meiner Frau rund um die Welt gefahren, um ihnen zu sagen, dass das, was wir da haben, nicht selbstverständlich ist. Und wie ich heimgekommen bin, habe ich irgendwie gemerkt, ich kann nicht mehr normal werden. Und wie sie schon spürt, da packt es mich immer mit den Emotionen, weil der Weg ist kein Honiglecken. Als Familienvater, wenn du das Gespür hast, das passt irgendwie nicht mehr. Aber was ist das andere? Was ist dem, was du danach gehst? Und das ist so schmerzlich teilweise. Und das kann ich einfach den Leuten immer wieder auf dem Weg mitgeben. Auch wenn es weh tut. Das geht in die Richtung und das kriegt irgendwann einmal, weiß man, dass für was da gewesen ist. Und das taugt mir so, dass ich so lebendig bin und meine Gefühle so zeigen kann. Und wir haben 2007, der Hermann sitzt in der letzten Reihe, weil ich bin natürlich nicht alleinig.
Der Hermann sitzt in der letzten Reihe und ist mein absoluter Traumpartner, weil ohne dem war das Ganze nie gegangen. Haben wir begonnen, eine Traumakademie ins Leben zu rufen, weil wir einfach gesagt haben, was treibt Menschen wirklich an? Was begeistert sie? Ein Traum, wo man einfach einmal anfangen kann, groß zu denken, ohne dass man sich fort auf einen Businessplan und ich weiß nicht, was alles einschränken muss und einfach einmal tun kann. Und da die Orte in unserer, wie soll ich sagen, Gesellschaft eher so eng sind, so klein sind für solche Sachen, sind wir hergegangen und haben gesagt, was braucht es für Vision? Wenn der Planet eine Silicon Valley hat, dann braucht es eine Dreamicon Valley auch. Und wir haben kurzerhand das Dreamicon Valley an der ehemaligen Grenze, wo der eiserne Vorhang Ost und West getrennt hat, ausgerufen und haben gesagt, das soll es geben. Und der Lukas ist einer der ersten von den jungen Talenten gewesen, der gesagt hat, hey, das ist cool, wie kann ich euch helfen? Und wir haben gesagt, helfen, was ist das, was dich begeistert, was ist dein Traum? Und er hat gesagt, Dreamicon Valley ist eines der coolsten Dinge, das sich ein junger Mensch vorstellen kann. Stell dir vor, du kannst wirklich an deine Träume zum Arbeiten anfangen. Rundherum lauter Leute, die an dich glauben und sagen, mach. Und er ist heimgefahren, hat ein Team von 10 Köpfen zwischen London und Klagenfurt zusammentrommelt und hat 2 Monate nonstop gearbeitet. Nach 2 Monaten sind sie mit den Plänen gekommen und es hat sich keiner vorstellen können, wie das gegangen ist, ohne Budget. Und das ist genau das, was ich einfach sehe, dass so viele tolle junge Leute gibt, die einfach wirklich was tun. Die einfach was sagen wollen, die sagen wollen, was in einer drinnen steckt und wo wir einfach aufzeigen müssen, dass es den Platz gibt. Ja, der Peter, was soll ich nur erzählen, der Bursche, der den Mut hat, einen gültigen Vertrag bei einem Fußballverein, den er sich eigentlich nur auszahlen lassen müsste, hinzuschmeißen und zu sagen, nein, ich folge mein Herz, ich mache genau das, wofür ich im Leben da bin. Und ich weiß zwar nicht, wo die Reise hingeht, aber jetzt fange ich mal mit einer Weltreise an. Ein Fußballer, der ein Buch schreibt, früher hätten sie gesagt, der weiß ja gar nicht, wo der Eingang ist bei einem Buch, und jetzt schreibt er es selber. Diese Witze hat es noch gegeben und er zeigt einfach auf, was in den Menschen drinnen steckt. Und egal, ob du Fußballer bist, Arbeitsloser bist, was auch immer, was der Gesellschaft für Bezeichnung gibt, ist gar nicht erheblich. Erheblich ist, was du spürst. Und die Beispiele geben mir viel Mut. Viel Mut. Danke. Danke. Peter, du warst Profifußballer und du hast dann ein Buch geschrieben, in dem du beide Seiten der Medaillen beschreibst. Einigen hat es gefallen, anderen hat es nicht gefallen. Wem würdest du empfehlen, dieses Buch? Ja? Ja, es war wirklich so, wie der Katzi gesagt hat, also der Switch war sehr spannend, weil eben die nimmt keiner ernst, wenn du Fußball gespielt hast und dann auf einmal als Autor daherkommst. 99% der Leser glauben immer nur, dass ich das nicht selber geschrieben habe. aber vielleicht jetzt seit dem zweiten. Aber es ist gar nicht so wichtig. Also es war so, dass ich sehr fokussiert war auf den Fußball. Ich habe, seit ich denken kann, war es immer mein Traum, Fußballprofi zu werden. Ich habe zu meiner Mama, bei der ich aufgewachsen bin, schon gesagt, irgendwann brauchst du nicht mehr unterrichten, sie ist Hauptschullehrerin, irgendwann spiel beim FC Bayern und dann schmeiße ich den Laden. Also das habe ich immer in mir drin gehabt und habe das Glück gehabt oder das erleben dürfen, dass ich mir den Traum erfüllen habe dürfen und habe aber dann mit den Jahren mehr und mehr gespürt, dass das nicht mehr der Traum ist, den ich geglaubt habe zu leben, weil einfach das Spiel immer mehr in den Hintergrund geraten ist. Und sie ist so, die pure Leidenschaft zum Spiel immer mehr verloren, weil eben so viele andere Faktoren mitspielen im Profifußball. Und das habe ich eben dann in dem ersten Buch auch verarbeitet. Also es ist eigentlich eine Selbsttherapie. Es war als Buch für mich gedacht. Irgendwann haben dann einmal ein paar Leute reingelesen und haben gesagt, spinnst du das, kannst du nicht für die behalten. Das ist gerade für junge Leute eine wichtige Botschaft, die den Weg vielleicht vor sich haben oder auch nicht. Ja, und ich bin einfach zu der Sprache an sich gekommen und habe, als ich aus dem Fußball rausgekommen bin oder schon in den letzten 1-2 Jahren, wo ich darüber nachgedacht habe, aufzuhören, habe ich ein neues Talent an mir entdeckt und ich habe nie geglaubt, dass ich wieder so glücklich sein kann, wie als aktiver Fußballspieler und darf jetzt erleben, dass ich eigentlich viel freier noch bin, dass ich selbstständig sein darf, weil das bist du als Fußballspieler nicht, du bist einer von 25 im Kader und du machst das, was der Trainer sagt oder irgendein Sponsor von dir will und ja, also ich war ja noch nie in meinem Leben so frei und einen großen Teil daran beteiligt sind der Hermann und der Katze mit ihrer Dream Academia, die, ja, wo man selber
eigentlich die Tränen kommen, wenn sie die Geschichte erzählen, und ich versuche die Botschaft mitzuleben. Und jedes Mal, wenn ich mit den zwei verrückten Typen zusammen bin, dann weiß ich, ich kann die Welt erobern. Das ist so, dann gibt es wieder mal einen kleinen Steve und dann läuft wieder mal was nicht, dann verkaufe ich wieder mal keine Bierchen und dann bin ich mit den zwei zusammen und ich versuche wieder, ja, wie gesagt, die Welt zu erobern, und mit dem Lebensgefühl versuche ich, so oft wie möglich in den Tag zu starten, und es gelingt mir immer öfter und es macht riesen Spaß. Und genauso Veranstaltungen wie die heute tragen dazu bei, dass ja, dass wir in meinem Weg bestärken, und es macht riesen Spaß, und ich kann allein aus dem heutigen Tag schon wieder so viel Inspiration mitnehmen, und dafür möchte ich euch danken. Ich habe noch eine Frage zu dir. Und zwar, als wir gesprochen haben, dann hast du nach einer Zeit gesagt, jetzt muss ich gehen, meine Kinder warten auf mich. Was heißt das? Also ich bin schon wieder zum Fußball zurückgekommen. Als ich dann mit meiner Frau auf Weltreise war, habe ich eigentlich geglaubt, ich will mit dem Fußball überhaupt nichts mehr zum tun, weil mir so viele Sachen im Profifußball anzipft haben. Und auf der Reise, dann ist uns ja nach einem Jahr mal das Geld ausgegangen, und dann war die Wahl, heimfliegen oder halt unterwegs arbeiten, und wir waren absolut noch nicht bereit für daheim, und dann haben wir uns entschieden, in Neuseeland halt Gelegenheitsjobs anzunehmen, und mir ist dann der Job des Fußballtrainers zugefallen, der war ausgeschrieben, und da habe ich gedacht, das probiere ich jetzt einfach. Und das hat dann so Spaß gemacht, ich habe dann fast 2 Monate eine Fußballmannschaft begleitet, also so 8-9-jährige geschoben, und ich habe das mit heimgenommen, ohne große Ziele eigentlich. Und habe aber gesehen, das hat mir irgendwie gefällt. Und ich habe dann in Ried, wo das eigentlich mein Herzensverein ist, die SV Ried, angefangen im Herbst. Und bin mittlerweile auch durch das Netzwerk zu einem ganz besonderen Verein, der sich TECO 7 nennt, gestoßen in Wien, wo wir Individualtraining für Kinder machen, von glanzend an 5, 6 Jahre bis 16, 17. Und es ist eine wunderschöne Aufgabe, die zu begleiten. Und allein, wenn ich das Erlebnis von vorgestern erzählen darf, wir haben also so 4, 5 Kinder waren im Training, und der Justin, einer, der im Herbst nur ein absoluter Problemfall war, der uns Trainer beschimpft hat, die eigenen, also die Mitspieler, die Gegenspieler, also es war viele Trainer oder Eltern haben auch gesagt, mit dem den müssen wir weggeben, der ist untragbar. Und mein Mitarbeiter, der Bernhard, oder mein Chef eigentlich, aber das hört sich immer so komisch an, weil wir auf einer Ebene sind, hat gesagt, na ja, glaubt an den Buben, und wir behalten den bei uns. Und vorgestern im Training sagt auf einmal, so mitten im Training, wir waren eigentlich in einer Übung, aber die dürften nicht mehr gefreut haben, schreit auf einmal, ja Peter, und weißt du, warum ich so gerne zu TECO 7 komme? Und ich sage, ja Justin, warum, was ist los? Ja, weil ich TECO 7 liebe. Und da ist mir jetzt so das Herz aufgegangen, und das zeigt mir halt, dass wir alle miteinander auf dem richtigen Weg sind. Und da muss man weitermachen. Was ist die wichtigste Botschaft, was du den Kindern jetzt weitergibst, in einem Satz, wenn es geht? Spielen. Habt Spaß am Spielen. Und natürlich haben alle den Traum, oder viele den Traum, Profi zu werden, aber zum Glück ist das noch so weit weg, das ist noch so abstrakt, wenn du mit 8, 9, 10-Jährigen trainierst. Aber ja, das Schönste in meiner Fußballkarriere, wenn ich so sagen darf, war der Spaß am Spiel, und der war bis dahin am größten, als das dann losgegangen ist. Druck und du musst das und das machen. Also habt einfach Spaß am Spielen, und vor allem kommt es dann, wenn ihr Lust habt. Wir verpflichten keinen zu einem Training, wir haben auch eine Mannschaft, aber jeder kommt dann, wenn es ihm Spaß macht, und es macht ihnen so viel Spaß, dass sie jeden Tag auftauchen. Ja, das ist es. Und ich glaube nämlich, dass nicht nur Fußball ein Spiel ist, sondern dass unser ganzes Leben ein Spiel sein sollte, egal in welchen Bereichen wir tätig sind. Ich erzähle immer wieder gern vom André Stern, werden vielleicht viele kennen, der nie in die Schule gegangen ist und der ganz was Wichtiges gesagt hat, und zwar viele in der Erziehung oder in den Schulen heißt es dann, ja, hört auf zum Spielen, jetzt ist Zeit zum Lernen oder zum Arbeiten, aber Lernen ist Spielen. Danke. Ich habe jetzt die rote Karte. Ich habe jetzt die rote Karte bekommen. Lukas, du bist Industriedesigner, hast studiert in London, du bist nach Hause gekommen, was ist da dann passiert? Ja, dann habe ich den Harald kennengelernt. Nein, war so, in London haben wir mit dem ersten Startup Weekend in London gestartet, dadurch bin ich irgendwie gleich von der Uni weg in irgendwie wirtschaftliche Ideen umsetzen, mit nichts irgendwas machen, reinkommen, und dann halt in Wien habe ich den Harald kennengelernt.
habe die dann im Green Icon Valley besucht und damals war ich irgendwie gerade so auf der Jobsuche und habe mir irgendwie gedacht, ja, so bei den großen Designagenturen, das wäre schon was, so irgendwie sich raufarbeiten. Meine Eltern haben ja auch immer einen Betrieb gehabt, darum weiß ich auch, wie das ist, in einem Betrieb aufzuwachsen, in einer Druckerei in Kärnten. Und da war halt immer so sichere Arbeit und schauen wir halt, wie wir weiterkommen. Ja. Und irgendwie war es halt dann doch nicht so. Ich habe halt dann einfach sehr viel gespielt, sagen wir so. Ich habe halt einfach immer dann einfach ein Umfeld gehabt, wo immer Ideen da waren und ich sofort immer Möglichkeit da gesehen habe, wie man die Möglichkeit da in greifbare Dinge umsetzen können. Und das ist deine absolute Gabe. Jedes Jahr löst er was und macht ein Projekt auf und bringt das zum Erfolg. Jetzt möchte ich wissen, was ist das? Das ist Bergaffe. Vielleicht kommt ein Partner und hilft zu zeigen. Ja, David, komm bitte. Ein weiterer junger Mann auf der Bühne. Servus, grüß dich. Also, wie wir eigentlich mit dem Ganzen gestartet sind, das war wieder ganz klassisch. Wie im Facebook hat mir der David geschrieben: Lukas, kannst du eine Snowboardbank bauen? Da habe ich gesagt: Ja, David, grundsätzlich kein Problem, aber für was brauchst du das? Für was hast du gebraucht? Also, die Grundidee war die: Eine Freundin hat eine Pension und ich bin Ski- und Snowboardlehrer und sie ist Snowboardlehrerin und ich wollte eine Snowboardbank, sprich eine Sitzbank mit einem Snowboard bauen. Das war ein Sponsionsgeschenk angesagt im Herbst 2012 und seitdem ist passiert, dass ich von Wien nach Kärnten gezogen bin, Job gekündigt habe, mit dem Lukas an dem Projekt arbeite und wir mittlerweile eigentlich eine Vision haben, dass wir das Grundelement des Rohres, was wie ein Lego-Baukasten funktioniert, mit Rohre draufstecken, Verdrehsicherungen und Co., in Holz, Aluminium bringen werden und eigentlich ein Tool für alle möglichen Freizeit- und Sportaktivitäten ist. Also das ist ein Multifunktionstool? Genau, für einen Wintersport, Sommersport und Freizeit. Also es ist einfach das Basissystem jetzt einmal entwickelt soweit. Wir starten mit Kamerastative, Lawinenschaufeln. Die Kamerastative werden sogar so weit ausgelegt, dass man Personen damit abseilen kann. Also wir wollen da wirklich ins Hochsegment, also von der Qualität da reingehen. Und wir haben uns bei der Gründung einmal sehr viel an den Waldviertler-Schuhen orientiert. Danke für dieses Beispiel. Weil wir, warum nämlich? Warum? Das muss ich schon sagen, weil wir einfach gesagt haben, wir brauchen einfach Produkte, die irgendwie wieder einfach Regionen etwas geben. Dass Regionen einfach irgendwie. Nein, ich glaube, du musst es wirklich. Ah, okay. Dass Regionen einfach irgendwie für etwas stehen, so wie es früher war. Was denn in Kärnten war die Diebel, der Fluss hat einfach immer Energie geliefert und dadurch hat sich von der Römerzeit bis zum elektrischen Strom einfach Handwerk um diesen Fluss entwickelt. Und diese Sensen von der Zeilinger Sensenschmiede sind in ganz Europa verkauft werden und dann irgendwann haben wir halt keine Sensen mehr gebraucht und der Fluss war auch nicht mehr erforderlich zum Schmieden. Und deswegen habe ich mir halt irgendwie gedacht, in der Region ist einfach irgendwie gar nichts und warum kann man doch nicht mit den Betrieben, die da im Umkreis sind, die einfach den Weitblick vielleicht nicht haben, weil sie zu sehr in der Mühle hängen. Warum kann man das nicht einfach zusammenführen und sagen, okay, der macht das Element, der macht das Element. Und so ist das dann irgendwie alles entstanden. Also war ein schwierigerer Weg, weil jeder hat uns natürlich gesagt, geht es damit nach China, macht es das so und so. Wir sind auch sicher noch nicht über den Berg, weil ja einfach ein gewisser Finanzdruck, die Produkte auch immer günstig und preiswert anzubieten, besteht, aber wir versuchen unser Bestes. Ich würde da vielleicht noch einwerfen, wir schauen ja alle brav diese Puls 4 Show als Jungunternehmer und der Heine Staudinger hat das eigentlich ganz, ganz gut gebracht. Unser Produkt ist preiswert, es ist ein Preiswert und mit dem Konzept arbeiten wir eigentlich auch. Wir glauben, dass wir schon mit dem Thema hier, was mit hoher Qualität produzieren, umsetzen zu können, punkten können. Wir haben die ersten Schritte ganz gut gemacht und dürfen jetzt unseren Weg weitergehen. Man merkt ja beim Lukas, wie der KC angekündigt hat, Lukas ist der Visionär und Fantast in diesem Betrieb. Und du bist die beste Ergänzung für ihn. Ich bin der Pragmatiker und Wirtschaftsheini. Noch eine Bemerkung.
Ihr habt gigantische Gaben im Bereich Entwicklung. Und Engpässe habt ihr wo? Sagt einfach. Ja, also wir suchen einfach in der Produktion, dass wir einfach marktgerecht produzieren können. Und im Vertrieb suchen wir einfach unser Netzwerk momentan, dass wir uns auf unsere Fähigkeiten konzentrieren können. Sprich, das ist die Ideen, Weiterentwicklungen, die Innovationen liefern. Und die Sachen, die wir nicht in unserem Kerngebiet sehen, die wollen wir einfach auch weitergeben zu den Personen, die das auch schon in ihrer Expertise machen. Und das würde uns sehr viel ermöglichen dann, ja. Was vielleicht noch ganz spannend zum Sehen ist, obwohl sie sehr regional produzieren und diese ganze Entwicklung regional angelegt gewesen ist, haben sie es trotzdem verstanden, heutzutage mit den Möglichkeiten, die das Internet bietet, sogenanntes Crowdfunding zu machen und sind auf Kickstarter gewesen und waren wahrscheinlich eines der ersten österreichischen Projekte, das wirklich erfolgreich gewesen sind. Und es ist ja, ich sage mal, für einen Heini Staudinger, der diese Reputation hat und von den Leuten da draußen schon so gekannt und wahrgenommen wird, dann etwas, wo die Leute ihm Energie entgegenbringen in Form von Geld, aber wenn junge Leute starten, haben sie die Credibility noch nicht. Und was sie geschafft haben, sie haben dieses Crowdfunding-Projekt erfolgreich abgeschlossen, haben 25.000 Pfund wollten sie einnehmen und haben es, glaube ich, über 26.000 eingenommen. Das heißt, Leute auf der ganzen Welt haben das Produkt im Vorhinein schon gekauft, obwohl es das noch gar nicht gegeben hat. Das heißt, die haben dieses Vertrauen in sie gehabt und ich glaube, das ist jetzt ganz spannend. Wenn das kein gutes Produkt wäre, dann hätten es die Leute nicht gekauft. Also die Marktaussichten sind ja gut und obwohl man ja regional etwas machen kann, man glaube ich auch global irrsinnig gute Botschaften mit dem aussenden, dass andere Leute wieder das Gefühl gibt, stell dir mal vor, was die zwei gemacht haben in Kärnten. Und wenn ich jetzt in England sitze und denke mir, wow, wir können da auch irgendwas. Und das interessiert vielleicht nicht jemanden in unserem Bezirk, aber auf dieser Welt gibt es genug Leute, die das interessiert. Und damit, wenn wir unseren Blickwinkel auf einmal ändern, dass die Welt gar nicht so groß ist, sondern im Universum ein Sandkorn und wir da drauf leben und nicht irgendwelche Österreicher, Deutschen oder sonst was sind, sondern wir sind lauter Bürger, die auf dieser Welt wohnen und wenn wir miteinander Dinge machen, dann werden sie einfach wunderbare Möglichkeiten aufzeigen und das sieht man bei denen schon. Danke. Möchtest du noch was sagen? Ja, danke, dass wir heute da sein dürfen. So viele Vorbilder von uns sind da und danke, Harald, für alles. Super. Danke.